Ja, hallo Gemach, hallo alle miteinander und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hades. Schauen wir doch mal ganz kurz. Wir hatten keine Finsternis mehr, um uns weiter hoch zu boosten. Aber wir hatten ein paar neue Fähigkeiten zu unserem Arsenal hinzugefügt, wie die Tatsache, dass wir jetzt dreimal Blut schießen können, was mir sehr gut gefällt. Was nehmen wir jetzt für eine Waffe? Ich würde sagen, wir nehmen mal wieder den Shield. Okay, sehr schön. Das war der Angriff. Wurf. Ach ja, wir haben mit dem Schild ja diesen Run hier. Aber unsere Reichweite ist ein bisschen kurz. Wir haben trotzdem ein bisschen Ranged-Optionen mit dem Schild. Versuchen wir es doch mal. Ich will jetzt mal was anderes als den Speer nehmen. Der gefällt mir von den Waffen zwar bisher am besten, aber auf der anderen Seite ist es auch langweilig, wenn wir immer die gleiche Waffe nehmen. Hammer des Daedalus. Zweimal stößt Gegner aber nicht weg. Zusätzliche Gegner treffen. Okay, das war ziemlich einfach, auch wenn mich da, wenn ich mich damit jetzt so ein bisschen in die Töpfe rein teleportiert habe. Wahrscheinlich hätte ich das zweimal angreifen nehmen sollen. Es nervt tatsächlich ein bisschen, dass ich mit dem Schild Gegner von mir wegschlage. Allerdings gibt mir das die Möglichkeit für einen gratis Ranged Attack. Wow. Hey, 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 hey. Nicht fair. Oh, du Arschkrampe. Meine Güte. Man merkt, dass ich schon wieder ein paar Tage lang nicht gespielt habe. Gold oder Artemis, ich glaube. Ich glaube, Artemis war das. Oder war das Demeter? Hab's jetzt gerade nicht mehr richtig im Kopf, aber nicht schlimm. Ah! Hey, Moment, Moment. Ah! Ach, meine Güte. Man merkt echt. Ach! Jetzt komm schon, du blödes Ass. Ach, und natürlich bei dir keine Stacheln. Okay. Hey, you're not alone. You're not alone down there, okay? Here, let me show you. Was krass, oder? Of the Huntress. Habe ich das jetzt? Ach, jetzt habe ich zu schnell geguckt. Ich weiß es nicht, ob das austauscht, aber egal. Was haben wir denn da Schönes? Nein, 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 nein. Noch bin ich viel zu schlecht bei in diesem Spiel, als dass sich das Teil mir tatsächlich lohnen würde. Ja, warum unterschätze ich eigentlich eure Reichweite immer so dermaßen? Okay, zumindest erhalte ich ein bisschen Finsternis für die ganze Scheiße. Aber ein paar Schlüssel wären vielleicht auch nicht schlecht, einfach weil ich weitere Waffen freischalten will. Zumindest bis ich alle habe. Ach, ja, na gut, ich kann die Schlüssel ja auch verwenden, um zusätzliche Skills in meinem Skilltree freizuschalten. Moment, echt jetzt? Sehr schön, das nehme ich doch gerne an. Ach ja, das ist ja bei den Baumeistern, dass es manchmal passiert, dass man... Oh, Schlüssel. Ja, ich nehme den Schlüssel. Dass es manchmal passiert, dass dieser
Hot Spring, nenn ich es jetzt einfach mal, drin vorkommt. Hast du das? Okay, sehr schön. Zwei Schlüssel, okay, das ist doch immer gut. Und ich merke gerade wieder, ich verwende mein Geschoss, das ich habe, viel zu selten. Ah, Moment. Ugh, und vor allem merke ich jetzt gerade, dieses Geschoss hat ja Homing Properties, das kennt ihr... Ah, Arschloch. Natürlich. Es kommt schon. Sehr schön, okay. Ah ja, Ares und Athene. Okay, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Wieso-Knochen, noch mehr verletzt wirst, kannst du gegen Gegner in die Verderbnis aufbeschwören. Was sind wir denn Gegner hier? Ich hätte mir Schaden zu... Ah. Shit. Jetzt habe ich es ausgetauscht. Ach, ich sollte manchmal echt so ein bisschen darauf achten, was austauscht und was einfach nur was anderes ist. Okay, zumindest habe ich jetzt ein bisschen bessere Möglichkeiten, aus der Ferne anzugreifen. Oh! Sehr schön. Okay. Okay. Ja, mehr Leben, da bin ich immer dankbar. Falsche Richtung, falsche Richtung. Und natürlich macht ihr so viel Schaden. Warum macht ihr so viel Schaden? Ey! Nicht. Du sollst das da hinten hinwerfen, okay? Die Tatsache, dass ich so scheiße spiele, ist echt nicht zu übersehen. Wahrscheinlich sollte ich mir für den Anfang wirklich einfach mal eine Waffe raussuchen, mit der ich halbwegs zurechtkomme. Und nicht die ganze Zeit versuchen, alles in irgendeiner Form so halbwegs hinzubekommen. Okay. Auch nicht ihr. Wo bist du? Okay, okay.
Na gut, wenigstens mit meinem Damage-Output recht hoch. Wenn ich das richtig anstelle. Ach, komm, nicht schon... Nee, ich sollte wirklich einfach für den Anfang wahrscheinlich bei dem Speer bleiben, einfach weil ich mit dem am besten zurechtkomme. Was ist dieses Ausrufezeichen? Ach ja, Sisyphus. Something I missed out in the house, or what? Not had my... Well, something's just about always in this back home, sir. Figured it couldn't hurt to check up on things in Tartarus a bit more frequently. Well, I am grateful for it. I am the old boulder there, in turn. I'm used to going lengthy stretches on my own, but having visitors from time to time would do me well. Ich brauche Heilung. Definitiv. Cheers, mate. Oh ja, danke, Sisyphus. Du bist ein Lebensretter. Within the depths of Tartarus reside the most wretched of all the shades who linger for eternity within the underworld, whose lord and master is especially unkind to those attempting to cheat death. Lots of wretchedness to go around, I guess. Well, take care. Ich habe wirklich so das Gefühl, dass das Schild eine der schwächeren Waffen ist. Vielleicht meine ich das ja nur, aber kommt mir echt so vor. Vom Damage-Output, Reichweite... Ich meine, es ist gut, dass ich es werfen kann, aber... Auch da ist der Schaden enorm gering. Ach, du... Ich bin noch gedodged, du blödes Ass. Und diese Tatsache, dass ich meinen schnellen Nahkampfangriff nicht mehr wirklich ausnutzen kann, aufgrund der Tatsache, dass die ganze Zeit mein Schild Gegner von mir wegschleudert. Nee, ich glaube wirklich, mit dem Schild lasse ich es mal eine Weile. Na gut, zumindest haben wir euch... Fürs Haus, von dem du weg willst. Na toll. Was ist das hier? Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, was das ist. It comforts me to see how far you've come, cousin. And I am confident that you shall make your way eventually. I shall look forward to our conversations then. Ah. Kann ablenken. Gegner gegen sie. Oh! Nehmen wir das mal. Also es sah mir nach einem Segen aus, aber ich hatte echt keine Ahnung mehr, dass das Athene war. Oder Athena, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, es geht beides. Tell me something, Zack, because I'm curious. Do your Olympian relatives know the real reason you've been trying to escape? I'll get around to that in due time. Their family. They'll understand, no doubt. You're in over your head, you idiot. Be afraid what bonds are left between Lord Hades and those ingrates on Olympus. Okay. Bis jetzt stelle ich mich nicht so blöd an. Ach du meine Güte.
Jetzt wird's wieder ein Clusterfuck. Oh. Aber ich bin dankbar dafür, dass ich zusätzliches Blut habe, um diese Zauber hier zu verwenden. Ach du, ich renn voll rein. Warum stelle ich mich gerade so blöd an? So. Und natürlich war ich in der Ecke da gefangen. Meine Fresse, ey. So langsam wird's nicht mehr lustig. Also wenn mein Schadensoutput so gering ist, dann dauert das halt natürlich ewig, bis man sie in irgendeiner Form runterkriegt. Ach du meine Güte. Nee. Ach komm schon. Also mit dieser Waffe komme ich absolut nicht klar. Lassen wir das Schild zu Hause. Das ist echt einfach nur bescheuert. Okay, she got me. Ja, absichtlich, einfach weil das so wirklich nicht funktioniert. Eine Viertelstunde, also gut. Machen wir es folgendermaßen. Ich gehe jetzt hier nochmal alles durch und versuch's dann mit einer anderen Waffe nochmal. You got whipped by Megara the Fury. Eh? I always wanted to say that. Whipped, you know? Referring both to how badly you lost and to that glowy purple whip she's always threatening me with whenever I try to talk to her. I get it. Yeah, der war jetzt wirklich nicht so. The sealed weapons by your chambers. Your father won't observe their absence, I don't think. They remind him of a time he stood together with his brothers and sisters. He wants nothing more to do with any of that. I think it's fitting you've inherited their power. Power that once sealed away the Titans. Maybe it's a power that can break me out of here. Thank you for helping me, Achilles. Na gut, wer hat sonst noch was zu sagen? You are not to aid him in these matters, Nix. His foolishness is to be scorned and reprimanded, not indulged. Do we have an understanding? We have an understanding, Hades, yes. He is your own son, after all, and therefore your responsibility. I, in turn, have my commitments to this realm and to this house. You have aided me in them, so I remain, as ever, in your debt. It is not necessary to remind me. Surely all those who once defied my brothers and myself would much prefer a post within my house over eternity within the lowest depths of Tartarus. Not that. Ah, verdammt. When they fight. Where's Cerberus? Oh, gute Frage. Ist mir bis jetzt gar nicht aufgefallen. Wie kann ich einen so großen Hund nicht übersehen? Meine Güte. Interweltregionen, habe ich jetzt total falsch. Ah! Ups, wer bist du? Ah, du sah. Hey, Your Highness. I just wanted you to know that if you do get out, we are going to miss you around here. Okay. So, bye. Thanks. Oh, die ist so knuffig, ganz im Ernst. Wirklich viel, um was Neues freizuschalten, habe ich nicht. Viele Schlüssel, 10 Stück wird es, um zusätzliche Talente freizuschalten. Also gut, gehen wir nochmal mit dem Speer rein. Sehr schön, den will ich sowieso am. Mit dem komme ich bisher eigentlich sowieso am besten zurecht. Also gehört, versuchen wir das Ganze doch nochmal mit dem Speer. Now to fix up this spear. Multispieß.
Das hört sich nicht schlecht an. Ah, das gefällt mir. Das gefällt mir, das ist nicht schlecht. Ich finde es komisch, dass der Speer dann automatisch sein Ziel verfolgt, aber das ist ja wahrscheinlich eine recht gute Anspielung auf Gungnir. Odins berühmten Speer, der angeblich nie sein Ziel verfehlt. Okay, da drüben haben wir Dionysus oder Artemis. Ich nehme Dionysus. Party hard. Ach ja, ich vergesse die ganze Zeit, dass mein Speer ja nicht automatisch zu mir zurückkommt. Ja. Hey, wenn, dann schon in die richtige Richtung schmeißen, Zagreus, okay? So, sehr schön. Sometimes I have to wonder, man, what's going through your head. I mean, I know you hear me and the others, but it's so damn dark down there, I can't hear you at all. Warum genau hat Finsternis irgendwas mit deinem Gehör zu tun? Gott, ich kann jetzt gerade nicht wirklich erkennen. Würde das irgendwas austauschen? Machen wir mal den Nahkampfangriff. Da haben wir Nektar und da oben nehmen wir mal den Nektar. Ah. Erster Schaden in diesem Durchlauf. Das ist zwar ein bisschen eine peinliche Art und Weise, Schaden abzubekommen. Von dem einfachsten Gegnertyp, den das Spiel zu bieten hat. Aber freundlicherweise ist ja nur genug Schaden, den ich durchs in den nächsten Raum gehen schon wieder ausgleichen kann. Aber jetzt bin ich echt so ein bisschen am Überlegen, wo ist Cerberus hin? Ah, Hinterrücks macht natürlich noch mehr Schaden. Darauf könnte man vielleicht aufpassen, wenn man Gegner schon durch seine Angriffe so gut staggern kann. Ah, Arschloch. Okay. Machen wir mal unser Gift ein bisschen stärker. Ich vergesse gerade die ganze Zeit wieder meinen Blutzauber einzusetzen. Warum eigentlich? Das ist wirklich sinnvoll, vor allem weil ich dadurch ja auch noch höheren Schaden machen kann. So. War's das jetzt? Nee, irgendwo ist noch was. Da, sehr schön. Ah! Ach komm! Okay, sehr schön. Hab alles. Zumindest jetzt mal nicht allzu viel zusätzlicher Schaden bekommen. Kann ich eigentlich meine Blutkristalle hier vergessen? Komplett? Treten eine Art, du erhältst Geld. Ja. Wir müssen ja auch auf lange Sicht denken. Da hinten war dann sonst kein Ausgang, also geht's da weiter. Das Geld kriegen wir hier jetzt wahrscheinlich wieder zurück direkt. Sehr schön! Ah, verdammt. Ich hätte eigentlich gedacht, das hätte mich treffen müssen, aber ich bin dankbar, dass es das nicht getan hat.
Oh, Zeus. Onkel Zeus. Ja. Das klingt ein bisschen seltsam. So, zusätzlicher Schaden. Boah! Hat nicht gedacht, dass die diese Fähigkeit haben. Das hat ordentlich reingehauen. Mein Bruder Hades war immer ein lonesome Mann, you know? Ich pitied ihn. Aber ich konnte ihn nie extract him from his thorny shell. Now he stews resentfully down there. You needn't bear the brunt of his frustrations. Eine Kettenblitzsalve. Das gefällt mir. Okay. Oh no. Überlebe? Ah! Ja, scheiße. Ah, ich hab doch ausgewichen. Okay. Hab's fast. It seems I need to look for better help. Ja, scheint so. Meine Güte, da habe ich ja jetzt ordentlich auf die Fresse gekriegt. Aber ich gehe jede Wette ein, mit dem Schild wäre ich jetzt schon deutlich auf deutlich weniger Leben. Ah! Ihr Arschlöcher! Okay. Ja, euch mal zuerst weg. So. Und jetzt du noch. Okay. Zwei Schlüssel, sehr schön. Dionysus oder Zeus? Ja, eigentlich könnte ich wirklich das Leben gebrauchen, aber... They're making me choose. Moment, kann ich nicht auch noch... Nein, so war das nicht. Wie ging das nochmal mit dem... Nehmen wir mal Zeus. Ah ja, da sieht man, dass es austauscht. Nein. Geschockt. Sorry, Dionysus, mate. Oh. Hey! Ah. Oh, verdammte. Ja, natürlich. Oh. Verdammt, keine Projektile mehr. Ach, komm schon.
Das ist zu viel. Das ist definitiv zu viel für Level 1. Na gut, wo ist jetzt noch was? Geh bitte kaputt. Ah, du blöder... Zack. I just can't stay mad about you, Zack. And to be honest, why I wasn't that mad to begin with. I just thought I'd shake your branches up a bit. Oh, danke schön. Okay, okay. Das hätte ich definitiv nicht machen sollen. Ich brauche Heilung, ganz, ganz dringend. Zumindest habe ich nicht noch mehr Schaden genommen. Das mal an und jetzt brauche ich ganz dringend Heilung. Oder einen Shop, wo ich Geld ausgeben kann. Das passt auch. Just what I need. Oh. Gifteffekte machen Gegner auch langsamer. Das hört sich doch nicht schlecht an. Charon, mate. Now, hypothetically, if I provided you with, say, 1000 coins, would you be willing to give me a ride in your beautiful boat? Upriver, I should say, specifically. I had to ask. Ach ja. Leider ist es nie so einfach. Well, Zack, any last requests this time before I send you home? Let's see, how about a swift and painful death? Would that be possible? Be cheeky all you like. You'll get exactly what you asked, and nothing more. Okay, okay. Ach du meine Güte. Es ging schnell. Ah! Warum passe ich nie auf? Warum passe ich nie auf? Hör auf damit! Hör bitte damit auf. Na gut, jetzt hab ich's, jetzt hab ich's. Okay, ganz gut. Ah! Und ich latsch wieder voll rein. Meine Güte. Och, hör bitte auf mit deinem Bullet Hell Gedönse. Natürlich, wenn ich sage, hör auf, dann macht sie nichts außer dieser bescheuerten Scheiße. Und wieder. So häufig hat sie diese Attacke noch nie eingesetzt. Ach du meine Güte.
Ah! Okay. I did it. Knapp. Ziemlich knapp. Na gut, ich habe ja noch meine zweite Chance, aber trotzdem. Ich muss wirklich an den Punkt kommen, wo ich das einigermaßen... wie sage ich das am besten? An den Punkt kommen, an dem ich einigermaßen sicher Megara zumindest in jedem Versuch besiegen kann, weil es ist ja langweilig, wenn ich wirklich... jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Erstmal den Brunnen benutzen. Sehr schöne Idee. Was haben wir denn? Hey, um ehrlich zu sein, bin ich mit dem ganzen Zeug recht zufrieden. Höhere Seltenheit. Ja, das passt so. Ja, ich sollte echt an den Punkt kommen, an dem ich Megara zumindest mal in jedem neuen Versuch besiegen könnte. Einfach, weil es ja total bescheuert ist, wenn wir uns zu häufig im ersten Teil des Levels aufhalten. Ich muss ja irgendwann auch mal weiterkommen können. Within the suffocating heat of Asphodel reside the vast majority of those who lived upon the earth and died. There they persist until the end of time. Or until I crush their bones to dust. Okay, da haben wir... Das nehme ich doch gerne an, das nehme ich gerne an. So, wo haben wir die Gegner? Bloodless. Okay, sonst noch irgendwo? Ich sehe gerade nichts. So, auch auf Reichweite zu kämpfen macht auch recht Spaß, wenn mein Skillset es erlaubt. Und ganz im Ernst, ich liebe Dionysos-Fähigkeiten. Dieses Gift auf Reichweite ist wirklich enorm sinnvoll. Beziehungsweise enorm stark, meiner Meinung nach, einfach. Oh oh. Medusa-Gegner. Oh. Sofern ihr nicht süß seid und zu Hause die Putzfrau spielt, mag ich euch nicht. Okay. Und das war's, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ich habe recht viel Leben. Nehmen wir doch den Apfel, damit kann ich mein Gift noch stärker machen, hoffe ich doch mal. Ah, nicht hängen bleiben. Okay, sehr schön. Und ich sag wieder viel zu häufig okay. Das könnte wirklich ein vernünftiges Trinkspiel drauf machen. Zählt, wie häufig ich okay sage und nehmt jedes Mal einen Schluck, wenn ich okay sage. In den meisten Fällen dürfte es nicht gut für eure Gesundheit sein. Oh, 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 oh. Ah, natürlich weiß der genau dann anzugreifen, wo ich da weggehe. Okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen zu viel Schaden genommen. Spezielle Herd bringt Gift mit sich. Platzreflexe. Schrumpfschlag. Entweder das Gift oder den Blitzschlag. Das ist beides recht zufrieden. Moment. Machen wir mal den Blitz ein bisschen stärker. Hier oben was? Oh, sehr schön. Oh, sehr schön. Idiots. There we go.
Okay, damit sind wir jetzt zumindest schon mal wieder bei vollem Leben. Das ist doch etwas. Und wir könnten Gold tatsächlich gut gebrauchen. Und der Shop bringt nicht so wirklich, wenn wir so wenig Gold haben. Ja. Wavemakers. Okay, Moment. Kümmern wir uns erstmal um dich. Okay, so, jetzt. Dann. So, könntest du jetzt bitte kaputt gehen? Ja, okay, sehr schön. Gerade eben habe ich meinen Blitz verstärkt, jetzt machen wir doch mal unsere Giftfähigkeit ein bisschen stärker. Ach du meine Güte. Übertreiben braucht ihr jetzt auch nicht. Ach du. Ah! Verdammt. Ah, hör. Hör auf, so viel nach mir zu werfen, du blöde Kuh. Okay. Na gut, dafür, dass ich dich vorhin nicht als erstes genommen habe, kann ich dir hier noch ein Entschuldigungsgeschenk geben. Ist zwar kein Wein, aber... It's been great getting to know you, so please accept this humble offering. Now that is something, a right princely gift there, Zack. And just so happens, I got something here I have been meaning to give you. Thank you, Dionysus, mate. Yeah. Olympus, I accept this message. Das Gift verbreitet sich. Das nehmen wir doch gerne mit. Erleben nehmen wir auch gerne mit. Okay. Scheiße. Da noch mal dran. Sehr schön, kein Schaden genommen. Also wenn man wirklich schnell genug aus dem Feuer wieder rausgeht, dann nimmt man auch keinen Schaden. So, du gehst. Bitte kaputt. Wo steht noch was? Ach du meine Güte. Okay, jetzt erstmal die Medusa-Gegner vernichten. Dann dich. Und wo haben wir jetzt hier noch was? Bist du das letzte? Nee, da oben ist noch mal eine. Okay. Ja, gut für die Gesundheit. Wir nehmen Schlüssel. Next Island. Müssen wir nur ein bisschen mehr aufpassen. Natürlich, warum genau zielt dieser... Ah! Habe ich so das Gefühl, dieser Kettenblitz zielt immer auf das Falsche zuerst.
gehst jetzt erstmal weg. Ah! Was genau war da hinten? Da hinten ist doch nichts. Jetzt wird's gerade wieder zu viel Clusterfuck. Okay. Definitiv da lang. Jetzt schauen wir doch mal, ob wir nochmal zur Hydra kommen können. Habe ich genug Geld für alles? Ich sollte genügend Geld für alles haben, eigentlich. Na gut. Gut, damit sind wir bei der Hydra. Dann wollen wir doch mal. Ich hab's zumindest vor. So, was kommt jetzt? Kann es ja noch nicht sein. Meine Güte. Phase 1 hier ist tatsächlich nicht so schwer. Ich bin leicht erstaunt, dass ich da das letzte Mal so abgelost habe. Uah. Okay, der Kopf ist weg. Wieder einsammeln. Okay, jetzt dürfte dein Schild auch wieder weg sein, oder? Ah. Oh, meine Güte. Okay. Jetzt werden es ein bisschen viele Köpfe, meint ihr nicht auch? Oh. Okay, einer weg. Mal einer weg. Bitte keine Feuerbälle schießen. Das mag ich nicht. Okay, der nächste ist weg. Uah. Okay, ich merke schon. So, mein Blut kann ich jetzt mal wieder gebrauchen. So, sehr schön. Okay, tot getrotzt.
Noch bin ich nicht kaputt. So, jetzt haben wir sie! Sehr schön! Das war ein Haufen Köpfe. Das war echt ein Haufen Köpfe. Okay, okay. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir so weit gekommen sind. Ich glaube, das... No paradise awaits you, boy. I figured. Thanks. Sehr schön. Und verkaufen, verkaufen. Bewegungsgeschwindigkeit. I'll take that. Heilen wir uns einfach mal komplett. Is that come? Yes. Okay. Was ist das jetzt für ein Gebiet? The Fields of Elysium. Oh. Okay. Das sieht doch einigermaßen nett aus für die Unterwelt. The rare heavenly splendors of Elysium, reserved for only the most great of mortal souls, spread forth luxuriantly all about the fire-stepping prince. Luxuriantly? Really? Tadalus oder Ares? Nehmen wir mal Ares. Jetzt bin ich aber auch gespannt, was hier für neue Gegner kommen. Echt jetzt? Leuchtschwerter? Das ist ein bisschen ein bescheuert klingender Name. Aber okay. Oha, okay. Ja, verfehlt, scheiße. Sind diese... scheiße. Was auch immer du bist, hör auf, mich mit Schmetterlingen zu bombardieren. Moment. Schmetterlinge, frühlingsmäßig. Besteht hier vielleicht die Möglichkeit, Persephone zu treffen? Das könnte ich mir vorstellen. Gut, gibt es hier sonst noch irgendwas in diesem Raum? Nope. Lord Zeus has gotten to you first, I see. My father's gifts are generous indeed, though I think I can help in my own way. Schauen wir doch mal, dein Sport bestimmt ein Klingensog. Machen wir mal meinen Sport ein bisschen. Ja, das ist jetzt nicht so wirklich beeindruckend, aber okay. Da. Ich will den Apfel. Ah, das ist ein neuer Gegnertyp, okay. Ich gehe mal davon aus, das sind Sniper, wenn ich das so richtig verstehe. Okay, dann gehst du mal bitte noch weg. Oh ja, ich liebe Dionysos Gift. Ich merke schon, gegen euch muss ich so ein bisschen in Deckung gehen. Ansonsten macht ihr mir enorm viel Schaden. Okay, sehr schön. Tower of Olympus. Deine Spezialität bringt Gift mit sich. Ja, das ist doch ganz nett. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Für den Wurf, passiv als Lebensgeschwindigkeit. Das hält halt nicht wirklich lange. Ich würde mir lieber was aufheben für ein besseres Item später. Oh oh. Oh, ihr haltet ganz schön was aus, muss ich zugeben.
Aber immerhin kann ich euch zu Tode staggern. So, wo ist jetzt noch einer? Nein. Okay. Good enough to eat. Gift mit sich auf Level 3 schon. Ja. Jetzt machen wir da mal Gift hinzu. Aphrodite oder Ares? Wenn wir jetzt schon ein Ares haben, dann nehmen wir doch mal noch Ares. Oh! You come from the bowels of hell. This is not your place. Agreed on both counts. Just passing through, so if you'll excuse me. I will not. The champion of Elysium would never back down from such a contest. Neither will I. Wait, you're not the champion of Elysium. You're the Bull of Minos. I can't imagine who's even stronger than you. Is it Heracles? Tell me it's Heracles. I will not. You talk too much, short one. Come get destroyed. Ach, oh, meine Güte. Oh, dein Vorwärtsspringen ist gefährlich. Nein. Meine Güte, hat der viel Leben. Ob ich das noch schaffe? Ach du meine Fresse. I beat the Bull of Minos. Rewarded. Knapp. Sehr knapp. Olympus, I accept this message. Menge und Reißen geht man mit sich fort. Oh! Das hört sich doch nicht schlecht an. Was kommt schon? Sehr schön. Was kommt jetzt? Nochmal. Ach ja, ich liebe dieses Gift. Ah,
Okay, jetzt kapiere ich auch, was ihr tut. Diese Unverwundbarkeitsschilder hier. Jetzt habe ich mich wieder dumm treffen lassen. Jetzt kommt schon. Okay, sehr schön. Das ist nett. Ja, zusätzliche Finsternis, warum nicht? Ah, meine Güte, scheiße, dich da hinten. Mist. Okay, aber wir sind schon mal deutlich weitergekommen. Welcome back. It's usually pretty quiet keeping watch over the pool of sticks back there, but it's sure been busy lately. Why, somebody else came through just earlier. You should have seen the look on my face when it wasn't you. Glad to keep things interesting. Okay. Yep, Achilles ist nicht da. I should check in with the house contractor. Ja, gute Idee, aber zuerst. You want more pets? I got more pets here, boy. Oh, braves Hundi. Cerberus is uninterested in conversing at this time. Good catching up. So, you had a run-in with the Minotaur out in Elysium, did you? Perhaps the only soul within this realm more bullheaded than you. How long have you been waiting to use that line, Father? Wouldn't put it past you to have sent the Bull of Minos to Elysium entirely so we could have this conversation now. You give me too much credit, boy. The Minotaur resides where he resides because of an entirely different arrangement. He's working for you, isn't he? You think he can stop me? Most in Elysium jump at the opportunity to do my bidding. Not that you know what that is like. Now go, see how you fare against the bull. Na, gar nicht so schlecht. Letztes Mal haben wir einen Besieg gekriegt. Ach, meine Güte. In the name of Hades, I commute our court musician sentencing effective now. Oh, hello. Ah, Orpheus. Ja, sehr schön. Oh, hello, Zagreus. I understand you liberated me from my eternal punishment. And so I have returned to serve your father here. Thanks. Orpheus, you're back. Look. Don't get on Father's bad side like that, and you're going to be fine. Besides, right now I think he's angry with me. I grieve for you, my friend. But if you've come to ask me for a song, why, I'm afraid I must stand firm about my answer. It's all right. Father can't make you sing if you don't want to. Nein, nein, nicht festhängen. Oh, was haben wir denn da Schönes? Ach, natürlich wieder. Thank you for waiting. What's cooking? The ancient casks of wine hidden within the recesses of the House of Lord Hades. Few have tasted the intoxicating vintage they contain, and fewer still are permitted anywhere near their vicinity. Still waiting for the festive occasion when we'll open one of these. Also gut. And then all seven of those wretches tried cutting to the front of the procession line. Can you believe the nerve?
As though they'd get an audience that way. What a bunch of dummies! What were they even thinking, cutting the line? I mean, in front of you? Let's just say if they still have any complaints for our Lord Hades, they'll be waiting for a long, long time before they get the chance to bring them up. Ladies' night, I guess. Or day. I don't know. Nix must be someplace else. Ja, ich finde nach wie vor ein bisschen schade, dass wir noch nichts zusätzlich bezüglich Zagreus und Nix, wie das jetzt eigentlich ist, wegen ihrer angeblichen Mutter-Sohn-Beziehung. Ja, vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Prophecy fulfilled. Sehr schön. Tartarus ist gloomy enough without Orpheus in it. Zwischenschlag, Gottes Himmels, Gottes Weines. Anlauf. Zumindest ein bisschen was. Also gut, aber ich denke mal, dieser Teil geht jetzt hier schon lange genug, so. Wenn ich mal so darüber nachdenke, sind wir jetzt wahrscheinlich schon bei über einer Stunde bei diesem Teil. Vielleicht werde ich den in zwei Teile aufteilen, ich überleg's mir mal noch. Aber das war's für heute mit Let's Play Hades. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss.